gehst heute wählen. Aber plötzlich stellt sich ein Wahlhelfer quer. Dein Zettel wird abgewiesen. Bist du die Postingpolizei? Der Grund? In Deutschland gibt es das Wahlgeheimnis. Es ist Teil der 5 Wahlgrundsätze, die besagen, wie zum Beispiel die Bundestagswahl abzulaufen hat. Ein Foto- und Filmverbot in der Wahlkabine ist sogar in der Bundeswahlordnung festgehalten. Heißt das, meine Stimme ist ungültig? Nein, dein fotografierter oder gefilmter Wahlzettel aber. Bekomme ich bitte einen neuen? Aber kann ich mein Geheimnis nicht auch teilen? Gute Frage. Denn 87,9% von euch meinten, es sei okay für sie, wenn andere wüssten, was sie wählen. Wieso wird denn da so ein Geheimnis drum gemacht? Geheime Wahlen schützen die Wähler zum Beispiel vor Einschüchterung oder vor Dritten, die deine Daten sammeln und diese zur Meinungsbeeinflussung oder gezielten Manipulation ausnutzen könnten. Jeder sollte das für sich abwägen. Dabei wollte ich nur meine Freunde zum Wählen animieren. Dafür bieten viele Plattformen Hashtags oder Sticker an. So kann man motivieren, ohne das eigene Wahlgeheimnis zu brechen und vermeidet on top eventuell Druck von außen. Nice. Warst du heute schon wählen?